der bestausgestattetste Bus in Österreich zurzeit, vielleicht in ganz Europa. Ganz eine moderne Küche, Mikrowellenherd, 3 Kühlschränke für die Mannschaft, Filterkaffeemaschine und ein Bowler, Sporttoilette, Würstelkocher. Der Anschaffungspreis von diesem Bus, so wie er hier liegt und steht, sind 6,4 Millionen Schilling, wobei für die Innenausstattung alleine 2 Millionen für die Mannschaft ausgegeben wurden. Der ist nicht so schlecht, der Bus. Und im Mittelpunkt des Interesses vor und nach dem Spiel immer wieder das Austriadorf im Reichshofstadion, bei dem es heute sogar die Lustenauer Mannschaft auf Marzipan zu bewundern gab. Ebenso wie Sammy Ipua im Rapid-Dress, auch nur auf Marzipan. Kaffeehausstimmung also auch im Reichshofstadion. Das Duell heute lautete Wiener Melange gegen Lustenauer Edelmischung. Das Ganze vor nicht weniger als 9.500 Fans, die auf eine Sensation hoffen, also auf einen Sieg gegen den Rekordmeister SK Rapid Wien. Der Anpfiff, Andi Herhoff, heute erstmals seit langem wieder von Anfang an dabei. Auf Markus Pürk. Und nach ganz genau 13 Sekunden ist der Ball schon im Netz. Die Führung für die Hütteldorfer. Rekordverdächtig. 13 Sekunden Torschütze Gerd Wimmer für den SK Rapid. Ernst Dokopil schmunzelt dank dieses Gastgeschenkes der Lustenauer in der ersten Minute. Da schläft vor allem Torhüter Martin Unger und Letocha kommt gegen Gerd Wimmer zu spät. Riesenjubel bei den Rapid-Fans. Die superschnelle Führung des Rekordmeisters. Aber die Lustenauer verdauen diesen raschen Rückstand gut. Kleinen Schuss von Tamas Stiefenbach gegen Andreas Koch, der heute den Vorzug gegenüber Raimund Hedl erhielt. Freistoß Kostorkov. Und aus dem Hinterhalt Hansi Klär in den dritten Stock. Aber erster Warnschuss für die Mannschaft von Austria Lustenau. An René Wagner. Ein Foul von Letocha gegen Gerd Wimmer, den Torschützen, der sein erstes Tor heute erzielt hat für Rapid. Und dann kommt René Wagner nur knapp zu spät. 3 Meter vor dem Gehäuse von Martin Unger. Nächste Chance also schon für die Hütteldorfer. Da macht aber Lustenau Druck. Sammy Kuyu. Und Tamas Stiefenbach. Gut geschossen, aber auch gut aufgepasst von Andreas Koch im Tor der Hütteldorfer. Der Eckball, Kostorkov. Sammy Kuyu. Anfangs große Probleme in der Hintermannschaft der Rapidler. Ja, Edi Stör zumindest zufrieden mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft diesen frühen Gegentreffer weggesteckt hat. Wieder Flanke, Pürk. Und aus dem Hinterhalt Oliver Freund, aber zu schwach geschossen. Das war schon die dritte Möglichkeit. Letocha auf Sammy Kuyu, aber da verkürzt ihm Andreas Koch gut den Winkel und klärt zur Ecke. Sicherer Schlussmann heute bei den Rapidlern, Andreas Koch. Wieder die Lustenauer. Kostorkov, Sammy Kuyu auf Letocha und der wird da bei 18, 19 Metern gelegt von Peter Schöttl, ist gar nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Fünf-Mann-Mauer. Wer schießt? Da stehen 3 Leute bei den Lustenauern. Letocha oder Roger Prinzen. 1:1, 40. Minute. Klasse Freistoß des deutschen Liberos. Riesenjubel natürlich im Reichshofstadion. 5 Minuten vor der Pause, der Ausgleich für Memphis Austria Lustenau.
der Zeitlupe zu sehen, die Mauer steht schlecht und Koch rechnet mit einem Schuss von Letocher ins andere Eck. Da muss Prinzen gar nicht festschießen, nur platziert. Dann ist der Ball drinnen und der mehr als verdiente Ausgleich für die Lustenauer kurz vor der Pause. Dann gibt es aufmunternde Worte von Roger Prinzen an seinen Torhüter Martin Unger, der beim frühen Gegentreffer so gepatzt hat. Letocher. Und von hinten kommt Christian Svoboda, der Manndecker, für einmal mit aufgerückt. Er hat sich sonst um Marek Penksa gekümmert und das ganz ausgezeichnet. Und Freistoß für die Hütteldorfer. Hierauf wartet ein bisschen zu lange. Im Hintergrund wird gedrängt um jeden Zentimeter. Und da gibt es wegen Spielverzögerung von Schiedsrichter Hensel die gelbe Karte für Andreas Herer. Freistoß wird wiederholt. Birk, aber viel zu schwach ausgefallen, der Schuss für diese Distanz. Und bei den Rapidlern wird aufgewärmt. Dann Kopfballduell von Svoboda mit Markus Pürk, der bleibt benommen liegen. Und Pürk muss dann auch mit dem Shuttle-Service des Roten Kreuzes kurz hinausgefahren werden, kann aber nach 5 Minuten weitermachen. Hier sehen wir noch einmal, da stoßen die beiden mit dem Kopf zusammen. Wieder Svoboda. Kolvitson. Auf Pavao, der heute wieder eine glänzende Partie geliefert hat. Viel Druck von der rechten Seite. Doppelpass mit Tamas Tiefenbach. Und dann lässt er sich ein bisschen fallen, will hier einen Elfer gesehen haben, nie und nimmer. Der Dirigent des Orchesters von Rapid Wien mit der Raumaufteilung nicht zufrieden. Die letzten 20 Minuten, Wimmer. Dann gibt es Probleme in der Lustenauer Abwehr. Die bekommen den Ball nicht weg. Marek Penksa nur hauchdünn am linken Pfosten vorbei. Dickste Chance für die Hütteldorfer nach der Pause. Wieder Rapid. Wettel. René Wagner. Der wird gefault, aber Vorteil gegeben und viel zu schwach, aber ausgefallen der Schuss von Arnold Wettel. Matajic. Und dann Tamas Tiefenbach setzt sich gegen Jakan durch. Aber Sammy Couillot zeigt, da hätte er wohl besser abspielen sollen. So ist auch diese Chance dahin. Konter der Hütteldorfer. Wieder Wimmer. Gut gespielt auf der rechten Seite. Legt ab für Wettel. Aber auch dieser Schuss nicht gut genug. Möglichkeit dahin. Und dann gibt es 2 Minuten Verschluss noch einen Freistoß für Rapid. Wer schießt? René Wagner. Aber knapp drüber. Es bleibt beim 1:1. Die Interviews von Martin Lengle. Wir haben uns fest vorgenommen, hier zu gewinnen. Sind auch sehr schnell in Führung gegangen, haben dann auch ganz gut gespielt. Dann sind die Lusten noch immer besser geworden. Haben dann den Ausgleich gemacht, wobei ich sagen muss, dass der Freistoß nicht zu geben war, weil ich habe einen Ball gespielt. Aber gut, es war der Ausgleich und dann war die zweite Hälfte eigentlich ein Spiel, wo beide Mannschaften gewinnen wollten. Wir haben noch gute Chancen vergeben. Meiner Meinung nach haben wir wieder 2 Punkte hergeschenkt. Ja, es war ein Sieg, glaube ich, heute auch drinnen. Wir hatten vielleicht die effektiveren Chancen als der Gegner. Wir haben sie nicht verwertet, da muss man mit dem Unentschieden zufrieden sein. Hallo, ich begrüße Sie sehr herzlich. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, nach dem Spielverlauf, glaube ich, müssen wir zufrieden sein. Mir geht es genauso wie ganz Österreich. Ich habe auch noch nicht so einen schnellen Gegentreffer erlebt, aber ich glaube, dass dieser Gegentreffer für uns eher heilsame Wirkung hatte. Ich bin froh darüber, dass meine Mannschaft nicht sofort die Ordnung aufgegeben hat, die Disziplin verloren hat, sondern dass sie in der taktischen Formation weitergespielt hat, dass sie ihre Chance nach vorne gesucht hat und auch wahrgenommen hat. Ich glaube, wir haben verdient den Ausgleich gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir dann lediglich ein Kampfspiel gesehen, wo beide Mannschaften die nötige spielerische Linie haben vermissen lassen. Insgesamt gesehen ist, glaube ich, das 1:1 gerecht. Die Begeisterung in Lustenau, das sehe ich, ist ungebrochen.
Admira Wacker-Mödling ist allerdings 2 Punkte näher gekommen. Macht Sie das ein bisschen bedenklich? Nee, das macht mich nicht bedenklich, weil ich, glaube ich, bisher der einsame Rufer in der Wüste gewesen bin. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Admira nicht aufgibt, solange rechnerisch der 9. Platz noch möglich ist. Aber wir haben 8 Punkte Vorsprung und wir wissen, was wir können. Und ich glaube, dass sich in den nächsten 2, 3 Wochen, speziell in den beiden Spielen gegen die Admira, die Situation entschärfen kann für uns und spätestens nach dem Spiel bei der Admira eine gewisse Vorentscheidung gefallen ist. Sie verlängern ja Ihren Vertrag bei den Vorarlbergern. Planen Sie schon für die Zukunft? Haben Sie schon ganz konkret Spieler im Auge, die Sie in der nächsten Saison verpflichten wollen? Ja, das haben wir natürlich, aber wir werden nicht in die Öffentlichkeit gehen, solange kein Vertragsabschluss getätigt ist. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir uns peu à peu verbessern, dass wir die Qualität der Mannschaft anheben. Das können wir nur, indem wir bessere Spieler zu uns holen. Und das wollen wir machen, das werden wir auch. Sie haben also Ihre Planungen zumindest auf dem Reißbrett schon vor sich. Gibt es einen prominenten Spieler, den Sie so ein bisschen im Auge haben? Ja, Sie wissen um die finanziellen Möglichkeiten im Vorarlberg. Wir haben von allen 10 Erstligamannschaften den kleinsten Etat. Wir müssen uns nach der Decke strecken. Wir können sicher keinen Superstar kaufen. Aber ich sage es nochmal, wir müssen die Qualität anheben. Und das können wir eigentlich nur mit erfahrenen, gestandenen Leuten. Und da gucken wir uns um. Jetzt kämpfen sozusagen die Nachbarn, die Bregenzer, auch um den Aufstieg in die erste Liga. Freut Sie das oder schreckt Sie das eher ein bisschen? Nee, ich bin da ganz ehrlich, mich freut es. Ich glaube, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es war vor 2 Jahren schon mal so weit, dass man hier gezittert hat. Bregenz steigt in die 2. Liga auf. Wir müssen auf uns schauen. Wir haben da die Mentalität, wir sind wir. Uns ist damals nichts geschehen. Ganz im Gegenteil, wir haben den Aufstieg in die 1. Liga geschafft. Ich würde mich freuen, wenn Bregenz dazukommt. Das, glaube ich, würde die Machtstellung von Vorarlberg im österreichischen Fußball noch verstärken. Das kann für uns nur gut sein.